Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Nein, das habe ich aber gedrückt. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Она тоже была пораненной сутья. Kann das sein, dass man mal drückt und es trotzdem nicht annimmt? Ich hab das Gefühl. Das Problem ist irgendwie, wenn du nicht zu spät drückst, bevor es überhaupt hochkommt, ist eigentlich auch schon zu spät. Ja, da liegt dort dann in dem Moment, wo man es sieht. Ja, jetzt. Jetzt. Mike Tyson 2.0. Now a lot more attractive. Scheiße! Jetzt los! Ich drück ja schon! Und? So geht's auch. Aber automatisch. Wie lange wirst du diesen Schauspiel noch zusehen? Ich weiß nicht. Okay, ist abgeschnitten. Ja. So. Was ist mehr verziehen? Weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Sehr schön Kulisse. Ja, ist heiß. Nicht nur die Kulisse. Ist heiß. Was denkst du, vielleicht bis zum nächsten Speicherpunkt und dann aufhören? Würde mal sein. Sonst heißt dir wirklich noch den Controller aus den Fingern. Ich glaube, wie lieb, dass wir dann mal nach anderen spielen. Kann man die eigentlich nach oben? Hört sich ja wertvoll an. Man darf immer noch nicht entdeckt werden. Jetzt hast du eine Waffe. Immerhin. Jetzt kannst du dich wehren. Da ist noch eine! Keinen Ausweg! Nein! Alter! So, jetzt! Nein! Das sind keine Tiere, die mögen einige Schüsse mehr. Ja, natürlich. Okay, Brüder, wir haben... Bing!
Giga-Fail, würde ich das mal benennen. Hast du da auch Fallenbogen verwendet? Jo. Du musst zugeben, die erste Person habe ich da ist noch eine. Mit der Knarre umgebracht. Aber ich bemerkte, dass da eine Geschütze benötige, die sich auf Fallenbogen umgeschrieben hat. Du hast keinen Ausweg. Wenn man mit Fallenbogen wirklich sieht, ist das besser. Ja. Beim Fallenbogen kannst du aufladen. Pistole kannst du nur schießen. Versuch sie zu umgehen! Boom, Headshot voll ins Knie! Das ging schon ein bisschen besser. Und viel besser. Vielleicht müssen wir nicht ganz ein hoffnungsloser Fall sein. Es gibt viel Schlimmeres. Kann man sich nicht lassen? Nein. Oh, wir haben dann die Acht. Oh, wir gehen zur Dekoration. Nee. Und zum Türen öffnen. Ah, jetzt hat sie die Fernbogen genommen. Du kannst wechseln. Der Fernbogen hat einen massiven Vorteil. Du kannst meistens zwei, drei Wachen heimlich töten, bevor sie dich bemerken. Das passt. Ich habe einzig wirklich Wachen benötigt, dass einmal im Spiel kommst du wirklich in ein Dorf, wo eine richtige Schießerei ist. Da hast du mit Pfeil und Bogen einfach keine Chance. Na, ich merke gerade noch eine Waffe, die ich nicht kann. Genau, ich muss killen. Das ist so schön, Zeit zum Ziel. Schön, hochladen. Sehr gut! Juhu! Zunächst nicht so Assassin's Creed mäßig, weil die Wachen bemerken irgendwann, dass jemand tot ist. Bei Assassin's Creed kannst du handeln so viel abschlachten, wie du willst. Die bemerken nichts. L1. Was denkst du da? Du hast eine Munition probiert. Ja, sei. Halt vergiss. Sehen, was er dabei hat. Geldbörse. Kaputtes Handy. Denn wieder ein Tanker? Nein, jetzt wichtig ist, auf wen du tötest. Wenn sich beide anschauen, bemerken sie es. Aber es sind ein paar neuere Gruppen dabei. Scheiß drauf, keine Ahnung. Es wäre besser für sie gleich zu sterben. Jetzt schnell den anderen, bevor er bemerkt, dass du da bist. Okay, was ist passiert? Sehr gut. Nein. Jo, alles in Ordnung. Total. Der danach der dritte Teufel ist kill gewesen. Tja, war nicht mehr geräuschlos.
auch. Okay, man hat mich jemand gesehen. Aber er war los. Und du recht, das hast du recht. Smart, Marco ist smart. Thanks. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ja. Okay, ich habe zwar etwa 3 Leute abgeschossen, aber ich kann trotzdem keine Munition nachladen. Der Witz an der Sache ist, in Zwischensequenzen und Gesprächen ekelt sich Lara davon, Leute zu töten, ist erschreckt, dass jemanden getötet hat. Aber wenn du selbst spielst, schlachtet sie einer nach dem anderen ab. Herzlos. Oder weil sie es muss. Zum Überleben. Aber es wirkt irgendwie etwas skurril. Ja, das tut es. In der Tat. Mein Gott, ich hab jemanden getötet, 2 Stunden später. Und das ist der Kill. Verdammt! Rambo hat dir schon. Rambo hat dir schon gesagt, wenn es darauf ankommt, ist Töten so einfach wie atmen. Ich habe Rambo nie gesehen. Ich auch nicht. Aber diesen Spruch kenne ich. Ich kenne noch viele, ohne den Film gesehen zu haben. Dadurch erschaffe ich meistens die Illusion, den Film gesehen zu haben. Nett, oder? Ja, gerne. Immer noch voll. Also sehe ich jetzt nicht mehr. Tomb Raider, Munitionsmangel ist Fremdsprache. Ja. Eins, wenn du wirklich viel den Bogen einsetzt. Da kommst du wieder runter. Macht echt das? Nope. Wenn ich da hingehe. Nein. Das ist doch die Zweifel. Das ist noch ein Lager. Das gehört zum Zeltplatz dazu, also kann man das aufheben. Das gehört zum Zeltplatz dazu. Aktiviere es. Geil, da ist das. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Los ist es. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Und ich hätte gedacht, nur das Film hält nie Klappe. Etwas anderes in der Dinge für schnelle Reise, das wird etwas später. Okay. Jetzt kannst du ein eben zurück, alles nochmal holen gehen, oder? Aber wir haben ja sehr viel. Und da wird sie gestaltet. Ich würde mal sagen, beenden wir die. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Sonst ist es noch in einer Baseball-Schlitten. Genau. Hier kann man noch nichts machen.